zurück bei einer neuen Runde Coral Island. Es gab das Update jetzt endlich. Von mir auch noch ein kurzes Update. Ich klinge wahrscheinlich immer noch wie ein kaputter Rasenmäher. Ich hatte eine richtig, richtig fette Mandelentzündung und meine Stimme war teilweise komplett weg. Ich versuche es jetzt mal mit dem Aufnehmen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie gut sich das jetzt macht. Wir werden es testen müssen. Ich glaube, ich kann noch nicht so lange aufnehmen wie sonst. Sonst nehme ich immer so 2 Stunden am Stück auf. Ich fürchte, das will ich noch nicht schaffen. Es ist zwar richtig fies. Bauer Savannah, ich habe eine Automatisierungs- und Lebensqualitäts- an Automatisierungs- und Lebensqualitätsgeräten gearbeitet. Sie erleichtern Ihnen die Arbeit auf dem Bauernhof. Hier ist ein Prototyp davon, der Autofertilizer. Dieses praktische Gerät kann an Ihren Sprinklern befestigt werden und verteilt, wenn es mit Dünger beladen ist, diesen automatisch in umgebenden Boden. Ich kann den Bauplan erstellen, wenn Sie mir Materialien für die Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen. Auf diese Weise können Sie es aus einfachen Materialien herstellen. Wenn Sie interessiert sind, kommen Sie im Labor vorbei, um sich auch einige der anderen Geräte anzusehen, die ich als Prototypen entwickelt habe. Werde ich tun. Ratsch hier, ich musste an dich denken und wollte dir etwas aus meinem Kaffeeladen schicken. Aber nur einen, ich führe schließlich ein Geschäft. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn du mehr willst, bist du in meinem Laden willkommen. Unterstütze Läden in der Umgebung. Ratsch, das ist sehr nett. Ich krieg offensichtlich einen grünen Tee. Das ist... Okay, automatische Dünger. Weiß ich nicht, kann ich jetzt, glaube ich, nicht so viel mit anfangen. Oh Gott, ich habe wirklich einfach schon zu lange nicht mehr gespielt, ne? Ich muss gießen. Ich weiß noch, dass ich hier gießen muss. Ich habe, wie gesagt, jetzt mindestens 2 Wochen nicht gespielt, weil ich, jetzt war alles ein bisschen anders geplant. Ich hatte mir ein langes Wochenende genommen, hatte gedacht so, yay, kannst ein bisschen aufnehmen, kannst ein bisschen in den Garten, also in meinen realen Garten, der auch irgendwie nochmal von mir bespielt werden möchte, weil ich da auch viel vorhabe dieses Jahr. Und im Endeffekt passierte dann an meinem letzten Arbeitstag, vor meinem freien Tag, genau das hier. Es ging mir mega schlecht. Ich hatte Halsschmerzen ohne Ende. Mein ganzer Hals fühlte sich dick und geschwollen an. Und meine Kollegen, so, ich gucke durch die Tür, meine Kollegen gucken mich an. Du fährst jetzt wieder nach Hause, ne? Ich so, wie? Ihr sagte meine eine Kollegin, hast du mal geguckt, wie scheiße du aussiehst? Also, O-Ton, ne? Ich liebe sie. Also, nein, wir mögen uns tatsächlich, aber es kam halt so aus tiefstem Herzen dieses, hast du nicht mal geguckt, wie scheiße du aussiehst? Und ich so, danke. Danke, 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 du mich auch. Ja, du fährst jetzt wieder nach Hause, das ist dir schon bewusst, ne? Ich so, wie, ich muss arbeiten. Sie so, nein, wir sagen jetzt deine Patienten ab. Also haben die dann meine Patienten angerufen, haben die alle abgesagt und die erste Patientin habe ich noch behandelt, weil die einfach zu früh schon da war und ich das dann irgendwie nicht tun mochte, dass ich dann einfach sage, ach nö, komm, du bist zwar da, aber mir egal, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und nach der ersten Stunde bin ich dann quasi nach Hause gefahren, mich kurz mit meiner Chefin abgemeldet und gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich kann nicht. Und ja, am nächsten Tag ging es dann auch schon los, dass mir die Stimme versagte und ich dachte nur so, leck mich halt am Arsch, ich wollte aufnehmen, ich wollte ein schönes langes Wochenende haben. Ich hatte viel vor an diesem langen Wochenende. Ich wollte raus, ich wollte in meinen Garten. Der einzige Vorteil war dann, dass es sowieso so dermaßen geregnet hat, dass wir uns darüber überhaupt gar keine Gedanken mehr machen mussten. Trotzdem war ich extrem beleidigt, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht euer Scheiß ernst sein. Naja, Ende vom Lied. Ja. Ich hätte sie rauslassen können, ne? Kann ich nochmal eben machen. Es regnet ja nicht, es ist nur ein bisschen kalt. So, komm raus. Es ist zwar kein Futter mehr da, aber Futter findet ihr dann drin im Stall. Aber ihr könnt ruhig ein bisschen ausmuffeln. So. Wenn ihr morgen alle Schnupfen habt, haben wir hoffentlich einen Tierarzt. Entschuldigt. Ich werde versuchen, mich zu muten. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wo der Mute-Knopf war. Echt auch wieder gut hingekriegt, ne? Also ich werde noch gucken, wo der Mute-Knopf ist und dann müsst ihr euch dieses Geröchel und Gekrächze auch nicht antun. Und ich hoffe einfach, dass meine Stimme das mitmacht. Mittlerweile klingt sie schon wieder halbwegs kräftig. Also es war wirklich so zerfetzt, das konnte ich gar nicht reden. Also überhaupt nicht, weil meine Stimmbänder so angegriffen waren von dieser blöden Mandelentzündung. Da kam nur Krächzen aus.
Jetzt kann ich schon wieder ein bisschen reden. Also man hört, dass ich klinge manchmal noch so ein bisschen wie so ein 13-Jähriger in der Pubertät. Das quietscht und quakt irgendwie manchmal noch so ein bisschen, aber ansonsten geht's eigentlich, glaube ich. Wo finde ich denn hier? Die suche ich immer, ne? Ich finde die ja immer nicht, diese doofen Seiten. Ich bin da immer ein bisschen zu doof zu, ne? Notizen. Herausgerissene Seite. Ich glaube, Zwillinge mögen. Ja, das ist das Gleiche. Ja, das hatte ich auch schon. Ich finde so viele Seiten und es ist immer nur die gleiche. Es steht immer nur mit den Zwillingen drauf, weiß ich auch nicht. Alles nicht so einfach. So viel zu meiner Lebensgeschichte. Wie geht's euch denn so? Erzählt doch mal ein bisschen was von euch. Wie war euer Tag? Ich hoffe, ihr krebst nicht so rum wie ich. Aus irgendeinem Grund kann ich mich im Winter besser konzentrieren. Ich nehme an, es liegt an der Kälte oder vielleicht an der Stille. Abgesehen davon, dass ich, der Kälte die Schuld daran gebe, dass ich so früh aufwache. Heute Nacht muss ich die Heizung höher einstellen. Das sieht so aus, als würde es eine knackige Nacht werden. Friere bloß nicht ein auf der Farm, in Ordnung? Danke, ich glaube, so schnell friert man nicht ein, aber es ist natürlich ein sehr netter... Möchtest du eine Aubergine haben? Guck mal. Du bist so ergütig, danke, bitteschön. Ich wusste nicht, dass du... Magst du auch Auberginen? Guck mal, ich habe... Ich weiß das zu schätzen. Danke. Bitte schön. Es ist, manchmal komme ich hierher, um ein Buch zu lesen. Es ist nett und ruhig hier. Was machst du denn hier? Ich würde dich besuchen. Mit dir reden. Ich säure bloß ein wenig Moos von den Steinen. Genau das habe ich auch vor. Aber ich bin nicht bei einem Grabstein, sondern bei meinem Fußweg. Bei meinen Fußplatten. Bei meinen Gehwegplatten, so. Jetzt habe ich mal das passende Wort gefunden. Die sind nämlich auch ziemlich eingemoost und das wollte ich eigentlich dann machen über meinen freien Tag, über meinen Brückentag und ja, das Hallo Ling. Ich freue mich über die Aussicht auf hitzebeständige Korallenriffe. Ich habe das Gefühl, dass dies einen gewaltigen Unterschied im Ökosystem bewirken wird. Natürlich müssen wir auch die Umweltbeschmutzung bekämpfen. Im Winter werden meine Ohren kalt. Das macht irgendwie Sinn, es ist halt Winter. Danke dafür, bitteschön. Aber ansonsten, oder muss ich hier gucken? Ah, Ausrüstung entwickeln. Wir brauchen Batterien. Ja, nee, ist ja auch ganz einfach zu machen. Ne? Dann hat sie ja auch vollkommen recht. Das macht man mal eben so. Also ich werde mich eventuell öfter ein bisschen räuspern und eventuell auch... Ich muss nochmal nachher gleich, wenn ich die Aufnahme hier beende, mal ganz dringend gucken, wo der Mute-Knopf ist. Ihr seht, hier ist jetzt ein Ausrufezeichen drüber. Ist das nicht schön? Es gibt nämlich jetzt Aufträge. Deadline in 2 Tagen. Sunny sucht nach einem Ei. Ein Ei. So, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Muss ich das Sunny... Ein Ei an Sunny, okay. Dann hole ich das ein nämlich jetzt wieder aus dem. Aus der Verkaufskiste raus und mache mich auf den Weg zu Sunny und bringe ihm ein Ei. Das kann man dann ja mal machen. Ansonsten hat es Updates gegeben in die Richtung, dass wir jetzt auch den nächsten Tunnel erkunden können. Also. Das nächste. Im Bergwerk da unten. Wo ist mein Ei? Da ist mein Ei. So, wo ist Sunny? Karte. Sunny. Ist das Sunny? Ich glaube, das ist Sunny, ne? Sunny ist doch der Opa mit Hut.
Sunny. Strandhütte. Okay, aber er scheint gerade nicht. Oh, reicht es auch schon. Da bin ich sehr stolz drauf, dass wir den schon auf Silber haben. Soja. Ja, hier bin ich, was das angeht, deutlich weiter. Beim anderen Spiel, da bin ich immer. Sunny, da ist er. So reden sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt, wenn die Stimmbänder kaputt sind. Ah! Das macht ein Kirre. Ich sag es euch. Das, Sunny. Questgegenstand gibt. Ja. Danke. Bitte. Das ist sehr gut. Belohnung beanspruchen. Ah, und da gibt es sogar ein Herz für. Okay, ich gehe Blumen pflücken, wenn du mich schon so anschreist. Also, man kann jetzt auch Quests erfüllen. Das ist auch neu. Finde ich auch spannend. Weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Hatte ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nie so die Muße zu. Mal gucken. Eine Hagebutte. Noch eine Hagebutte. Und Ruhesprossen. Das ist eine Teebeere. Auch schön. Ganz kurz was trinken. Nee, da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt lang. Möchtest du eine Hagebutte? Ich probier's mal. Ich mag das nicht, tut mir leid. Das kommt jetzt tatsächlich öfter. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber sie haben jetzt tatsächlich angefangen, ihren eigenen Geschmack zu entwickeln. Das heißt, es passiert auch mal, dass sie Dinge einfach nicht mögen. Juri mag immer noch Dinge, die zu essen sind. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Trotzdem möchte ich weiterhin alles verschenken, was ich finde. Daran wird sich nichts ändern. Aber es passiert jetzt öfter, dass die mal sagen, nö, das mag ich nicht. Finde ich selbst natürlich total doof. Ich mir dann denke so, huch, oh. Wie cool. Savannah, schön dich zu sehen. Was möchtest du trinken? Ich nehme eine heiße Schokolade. Ein heißer Kakao kommt sofort. Ich hätte einen Kaffee nehmen sollen, ne? Mach dir keinen Kopf deswegen. Das geht heute aufs Haus. Danke. Das ist. Oh, nee, das kann ich nicht annehmen. Normalerweise wäre ich das hier, ne? Total. Nein, das kann ich nicht annehmen. Das kannst du und das wirst du. Es ist nur ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit dafür, dass du so ein toller Kunde bist. Ich trinke kaum Kaffee, aber trotzdem danke. No, danke schön. Das ist so lieb von dir. Um ganz ehrlich zu dir zu sein, das Geschäft läuft ein bisschen schleppend. Ich mache mir irgendwie Sorgen. Manchmal kommt es mir so vor, als würde mir hier alles über den Kopf wachsen. Du machst das richtig toll mit deinem Kaffeestand. Na danke, da fühle ich mich gleich toll. Aber wenn du meinen Kontostand gesehen hättest, würdest du das vielleicht nicht sagen. Das kenne ich leider. Das kenne ich leider zu gut. Ganz unter uns. Ich mache gerade mal so viel Geld, dass ich im Geschäft bleibe, aber nur knapp. Wie kann ich jemals expandieren und erfolgreich sein, wenn ich gerade mal so meine Kosten decke? Schönen Tag noch, danke für deinen Besuch im Raja. Bürgermeister Connor hat mich eingeladen, der Handelskammer von Starlet Town beizutreten. Meinst du, ich sollte das machen? Was ist das überhaupt? Das ist eine Gruppe von Geschäftsinhabern, die sich einmal im Monat im Gemeindezentrum trifft. Aber ich denke, mein Geschäft ist nicht groß genug dafür. Ich nehme an, ich kann um Rat fragen, wenn ich beitrete. Vaku sitzt da auch immer noch ganz brav.
mein Raja noch wächst, dann muss ich die Sache ernster nehmen. Ich trete der Handelskammer bei. Hier, bitteschön. Ich schenk dir noch einmal nach, bevor du gehst. Ich war sehr charmant von dir. Aber wenn ich mein Geschäft ernster nehme, muss ich dir das verrechnen, glaube ich. Das ist doch in Ordnung. Ach, Raj, du bist schon irgendwie süß. Hagebutte. Oh, eine Frucht, vielen Dank. Das ist mein Kaffeeladen. Komm vorbei, wann immer du einen Koffeinkick brauchst. Ich will noch mehr mit dir reden. Ich habe hier interessante Leute kennengelernt. Dank Kaffee. Ein Jäger, Wissenschaftler, einen neuen Farmer, der dem Stadtleben entflieht. Zwinker. Ja, wir haben uns hier kennengelernt. Ich möchte jetzt auch einen Kaffee bestellen, bitte. Oh, ich finde den heißen Kakao einfach zu niedlich. Ne? Was macht denn der Kaffee? Oh Gott. Grüner Tee. Ganz schön heiß. Schokomuffins. Kekse. Kek Geisha Kaffee. Okay. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich auch wieder. Aber ich möchte einen Keks. Oh, ich möchte Kekse. Ich möchte Kekse. Auch wenn die arschteuer sind. Aber ich möchte jetzt Kekse. Dankeschön. Ah, was passiert jetzt? Oh, Gott sei Dank. Hast du das Gewächshaus reparieren können? Darin kann man das ganze Jahr über allerlei verschiedene Sachen anpflanzen. Nein, habe ich nicht. Das auf deiner Farm ist riesig. Darin könnte man wohl wahrscheinlich sogar Bäume pflanzen. Würde ich ja gerne. Danke, dass du mir das erzählst. Aber so weit bin ich noch nicht, weil ich keine Wintersaat habe. Es kann ziemlich langweilig sein, sich den ganzen Tag drinnen aufzuhalten. Es ist kalt, schätze ich. Immer weniger Leute halten sich draußen auf. Schätzt du, Junge, so viel solltest du spüren, dass es kalt ist. Boah, weißt du was? Du kriegst jetzt Kohl von mir. Was habe ich jetzt gemacht? Weißt du was? Du kriegst jetzt hier so eine Olle. Wo bist du hin? Wahrscheinlich da drin, ne? Nö, da will ich jetzt nicht rein. Ich suche Theo. Theo kriegt eine Kohlsprosse von mir. So, die nehme ich auch nochmal eben mit. Stiefmütterchen. Ich rede mir auch immer ein, das wird besser mit meiner Stimme. Und wenn ich dann ein bisschen länger rede, merke ich dann wieder so, fuck off. Ein Scheiß wird's. Entschuldigung, YouTube. Und seht mal. Das ist auch neu. Theo hat jetzt ein Boot. Und zwar ein voll schickes, wie ich finde. Ich bin gespannt, was wir damit noch machen können. Denn ich denke, wieso ist Theo eigentlich nicht hier? Ich denke, da werden wir noch irgendwas mitmachen können. Und das finde ich mega spannend. It is schon wieder vier, ne? It is doch schon wieder vier hier. Karte. Wo ist Theo denn? Raj ist... Aha, wir haben uns nett mit Raj unterhalten. Wo steckt Theo? Der ist weg. Er ist verschollen. Zu Hause ist er jedenfalls nicht. Drei Städter. Und ein fettes Fragezeichen. Wer ist Fragezeichen? Wer ist Fragezeichen? Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig. Wir gucken da mal rein, wer Fragezeichen ist. Aber das machen wir morgen. Also, bis dahin. Macht's gut. Bye.